Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem niedlichen Let's Play Bump Simulator. Ja, wir sind obdachlos. Wir spielen einen Penner. Wir müssen unser täglich Brot verdienen im bescheidenen, beschaulichen Örtchen Bumsville. Oder auf Deutsch Bumsville. Aber ich bin mir sicher, dass es Bumsville ausgesprochen wird. Ja. Es ist vor ein paar Tagen rausgekommen vom Publisher Ratchet Games und befindet sich aktuell noch im Early Access. Soll aber maximal ein Jahr dauern, bis es als Vollversion rauskommt. Und ich muss sagen, was ich bisher gesehen habe, da ist schon eine Menge drin. Und ja, wie gesagt, wir müssen uns durch Bettelei und durch ein paar illegale Geschichten halt unser Geld verdienen. Und wir müssen uns gegen andere Obdachlose behaupten, denn es sind uns nicht alle freundlich gesinnt. Also es gibt da wohl auch welche, die uns nicht wohlgesonnen sind. Ja. Ich würde sagen, wir starten einmal und ich mach mal mit normal, oder? Was gibt's noch? Schwer? Friedlich? Ne, wir nehmen normal. Okay, Leute, euch viel Spaß. Oh, guten Morgen. You're alive! Got me worried there, pal! They fucked us up pretty bad, huh? Huh? Damn, you really don't remember a thing? I'm Carl! Carl Cardman, your best pal! At least I was, until Evil Way Corporation turned me into a shopping cart. Now we have to get my body back. Oh, and your brain too. They cut out, like, half of it. Possibly more. No worries, I'll teach you everything. That's what friends are for. Let's start with the basics. You have to eat and drink to survive. You still remember that, right? Uh-huh. Well, if you do, then why are you dying of thirst and hunger? Eat and drink! Basic needs! Um zu überleben, musst du deine Umgebung nach Essen, Trinken und Schrott durchsuchen. Check the nearby trash cans for anything edible. Alles klar, machen wir. Ja, der Publisher meinte schon, dass dieses Spiel sich nicht ganz so ernst nimmt und soll wohl eher witzig sein und ich muss sagen, ich finde es schon witzig. Wir sprechen mit einem Einkaufswagen und der spricht auch mit uns. Also und ich würde sagen, nachdem wir sprechen, haben wir mehr als die Hälfte unseres Gains verloren. Also da würde ich mal mindestens auf 80% tippen. So, wir müssen Müll durchsuchen. Aufnehmen. Nothing useful. Get used to it. Try the other ones. Keep looking. Ah, wir können auch werfen. Moldy bread. Oh. You will eat it if you want to live. Oh, verdorbenes Brot. Aber wollen wir das essen? Aber ich glaube, wir haben keine Wahl, ne? Still hungry, huh? I bet there's more stuff buried in those trash cans. They just need help getting out. Why not give them a little kick? As long as no one sees it, pointless crap. Only one left. Let's hope for something better than this. An apple core. Always eat your veggies. Oh. Alter. Yeah, fruit. Whatever. Just eat. That should keep your hunger at bay for a little while. Still, you look like you're going to die of dehydration any minute now. Das war lecker. Try breaking those garbage bags. With some luck, you'll find a whole cart. Crap! Good find! You can store it in me and we can sell it later. Just throw it at me. Oh, du bist unser Lager? Oh, that hits the spot. Scrap is nice, but we still need something to quench your thirst. Oh, nice. Also mir gefällt das. Try searching this big pile of trash. Hä? Achso, eh halten. Nothing, huh? Well, it seems there's nothing to drink around here. Guess it means that I need to share my private stash with you. Yes, I had it the whole time. Yes, I know that I can't drink or eat in my current state. No, I wouldn't let you die. Don't look at me like that, jeez. It's all yours now. Help yourself. Oh, hier ist unser Inventar. Ja, wo? Ah, hier ist unsere Bratpfanne. Und er hat was zu essen und zu trinken. Nehmen wir doch gleich mal, ne? So, und Hotdog auch nicht verdorben, ne? Ah, okay, verdorbene Sachen füllen unseren Level hier nicht so weit wieder auf. Wahrscheinlich wie
Nicht gebrauchte. Also nicht verdorbene, meine ich. So. Okay, pal, if we want to get my body back. And your brain, then we need your special powers. You are the Pigeon Master. Echt? Yep, your pigeon coop is broken, though. I bet the bugs stole the birds while we were being experimented on by Evil Way. The bugs, one of the two bum gangs who rule this city. We're the creeps, they're the bugs. And what do we do with bugs? Squash them, that's what. Hop on, I have a spy who can tell us where to find your precious birdies. Stelle dich hinter Karl und interagiere mit deinem Griff um... ja, Karte, genau. Hier, oh. Oh, die ist ja ziemlich groß, ne? Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Aber hier können wir anscheinend Essen und Trinken suchen. Schätze ich mal, ich weiß es noch nicht. Wir werden es gleich sehen. So. It's an easy route. Just push me where I tell you, okay, pal? Oh. Oh, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... Entschuldigung. Ich wollte das nicht. Ach, da müssen wir längs. Aber wir können auch boosten. Ja, mache ich doch schon. Oh, wobei, jetzt geht das mit der Steuerung. Man muss sich erst ein bisschen dran gewöhnen, aber dann geht's eigentlich. So. Ah, da müssen wir hin. So. Hallo? Verfügbare Aufgaben sind mit Buchstaben auf deiner Karte markiert. Betritt die festgelegte Gegend, um mit der Aufgabe zu beginnen. Das machen wir gleich. Hauptaufgaben sind mit einem C für Karl markiert. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich würde mich aber gerne nochmal hier ein bisschen umgucken vorher. Können wir hier irgendwas machen? Ah, da ist doch was. Was ist das? Pappe. Pappe nehmen wir mal mit, ne? Cool stuff. Ja, finde ich auch. Vandalismus. Vandalismus. Das ist nur Müll, ne? Aber was ist das? Oh, Gurke. Gurke verdorben. Die packen wir mal ins Inventar. War hier nicht noch was? Nee. Und hier? Ah. Und Orange. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. So, was haben wir hier? Oh, was ist das denn? Ein Fensterrahmen. Mo, oh, passt der bei dir rein? Nee, ne? Oder? Doch. Oh, nice. So, was haben wir hier noch? Ich will alles mitnehmen. Was ist das? Ein Saft. Den brauchen wir sicherlich später auch noch. Achso, bereits gesammelt, alles klar. So, Vandalismus. Was haben wir hier noch? Noch eine Orange? Auch mitnehmen. Ui, ich kann ja sogar weiterwerfen. Ein Sandwich. Oh, wir können richtig weit werfen. Was, hier noch was? Ja. Ein Reifen. Nehmen wir auch mit. Zack, rein damit. Oh, hier ist verschlossen. Was haben wir hier noch? Oh, ein Wäschekorb. Auch mitnehmen. Alles mitnehmen. Ich glaube, das können wir später verkaufen. So, hier haben wir schon alles, ne? Oder? Ja, haben wir. So, wir lassen den Kumpel mal hier nicht warten. Oh, der sieht aber auch fies aus, ne? Na du? Hier ist er. Hey, Bugface! Shh. Stay over there. Pretend to look the other way. I'll do the same. Convenient. This way I can do the talking without freaking you out. What? Nothing. Let's get down to business. I need some info on... I know why you came. Your stolen pigeons are the talk of the town. I know where they keep one of them, but it'll cost you some serious money. $10. Shit, you're a greedy ass, you know that? Well, I'm a bum, not an ass. There's a difference.
Yeah? What difference? $10. Fine. I wanted to show you how to harass people for money anyway. Ah, betteln. Begging for money is done in two steps. First, you draw a message on a piece of cardboard. Then you shake your lucky cup in front of some faces. The more work you put into your message, the more money you will collect. You can edit your message at any time. Okay. You still have your lucky cup, right? Ah, halt den Tab. Betteln. Alles klar. Good. Time to let people know that you're in need of some cash by writing a message on the cardboard. Oh, was mache ich denn da? Ich habe keine Ahnung. Wir zeigen den Leuten mal, dass es uns schlecht geht. Ja. So. Erstmal ein hübsches Selbstporträt. Genau. So sehe ich in echt auch aus. Nur wer es wissen will. Ne? So, ein paar Härchen. So, Augen. So. Nase. Und uns geht's richtig schlecht. Und wir weinen. Wir weinen. Und wir weinen, weil wir haben nichts zu essen. Wir hatten so viel Lust auf einen Burger. Einen Burger haben wir schon so lange nicht mehr gegessen. Und ich hab so Lust drauf, aber wir können uns nicht leisten. Deswegen brauchen wir Geld. So. Noch ein paar Sesamkörner hier. Genau. Und wie gesagt, wir können uns nicht leisten. Wir haben kein Essen und deswegen sind wir traurig. Mal gucken. Oh, Ergebnis A+. Sehr gut. Hey, not bad. Should get your point across. Now shake your cup in front of some faces to get attention. And money if you're lucky. Alles klar. Oh, wir brauchen $10. Wir brauchen $10. Kommt, Leute. Hier. Oh, poor unfortunate soul. Ja, genau. That's it. Keep going, pal. Oh, 47 Cent. Naja. So. Hier sind ja schön viele Leute. So. Oh, ach, das ist ein Cop. Ich glaube, einen Cop sollten wir nicht anbetteln. Nee, besser ist. Jetzt werden wir noch verhaftet. Ja, vielen Dank. Oh, $1.68. Auf jeden Fall habe ich das nötiger. Danke, Kumpel. 39 Cent. Geißhals! So, hier, du. Wie, tut mir leid. Nee. Komm. Oh. Ah, das bringt sogar was, die mehrmals anzuhauen. Wenn sie beim ersten Mal sagen, sie wollen nichts geben. Ey, das ist nicht nett. Hey, du Arsch. Oder denn nicht? Danke, Milady. Ah, oh, 11 Cent. Ja, ich glaube, ihr seht auch nicht so danach aus. Ja, ja, von wegen. Wahrscheinlich die dicke Geldbörse. Okay. Ihr wollt alle nicht hier, ne? Was mit dir? Ah, siehst du, geht doch. So, 53 Cent. Wir haben jetzt $3.62. Ey, die sind hier aber alle nicht nett, ne? Von wegen kein Bargeld, komm. Das glaube ich dir nicht. Hm. Also nett sind die hier alle nicht. Fuck off. Ja. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen weitergehen. So, das ist der Polizist. Den wollen wir nicht. Wir gehen mal da hinten hin. So. Nee, 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 nicht weglaufen hier. Komm, Junge. Du hast doch bestimmt Geld. Hallo? I don't have much myself. Happy to help. Ah, siehst du. Vielen Dank. 68 Cent. So. Und jetzt gucken wir mal richtig traurig. Ja, das mache ich. Oder ich hole mir meine Taube zurück. Die gucken aber auch... Irgendwie sehen die teilweise sehr ähnlich aus. Oder sind die gleichen Typen? Ich weiß nicht. Oh, hier ist wieder der Polizist. Hey, 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 hey. Danke.
Oh, $1.38. My pockets are empty, sorry. Das glaube ich dir nicht. Ah, sehr nice. So. Wir haben $7.38. Wir müssen noch. Oh, komm. Ja, die am reichsten aussehen, die geben immer am wenigsten. Sorry, but no. Okay. So. Du aber. Can't help you. Warum nicht? Happy to help. Siehst du, es geht doch. Oh, 53 Cent. So, aber hier laufen auch nicht mehr viele Leute rum. Take care of yourself, okay? Oh, der sieht nett aus. Oh, 95 Cent. Immerhin. So, wir brauchen noch $1.13 brauchen wir noch. Hier. Junge Frau. Just don't drink it away, okay? Nee, mach ich nicht. Great work, pal. Ah, wir haben's. Let's get back to that greedy ass spy. Okay, ich komm zurück. Hier war das, ne? Oder? Nee. Hier war's, genau. So, ich hab die 10 Bucks, Junge. It's a pleasure doing business with you. You'll find your bird down this alley. One of the bugs has locked himself in a cage with it for safekeeping, while others went out to search for a buyer. Better hurry, before they come back. Alles klar. Danke, Kumpel. So, wo ist der Bug? Gib uns unsere Taube zurück. Ah, da hinten. Ich will meine Taube zurück. Lost something? You wanna get your precious bird back? Ja, will ich. Well, this is the only bird you'll get. Ja, das werden wir aber noch sehen. Don't just stand there. Flip them back. Get lost. Ah, mit Tee. Ja, hier, du Arsch. You'll have to try harder than that to piss me off. Oh, good idea. Try to piss him off. Or better yet, on him. Get the fuck out of here. Was soll ich machen? This is bug territory. Ich soll ihn anpinkeln? Bug off. Ich will nicht. Ja, okay, komm. Oh, Alter. Komm her. Nice one, pal. He'll remember this day as the great wetening. Time to get your pigeon back. So, Täubchen, komm her. Oh. No. Right now, this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Or her. Jeez, can't assume genders these days. Anyways, your birdie looks weaker than usual. We should visit the pigeon lady. She might be able to help. This way. Oh ja, dieses Gendern. Selbst hier in Spielen. Let me go! A talking shopping cart. New toy of yours, eh? Stay where you are and give us your pigeon back, or this freaky thing goes bye-bye. Little help, pal! Halte Tab. Oh. Shuriken. It seems that you have recovered your shuriken pigeon. You trained it using the forbidden techniques passed down onto you by your ancestors. It flies in a straight line and lodges itself into the target, dealing damage and even knocking the man down if it hits the head. You can upgrade it to equip it with pigeon-friendly explosives and to make it fly faster. So, unsere Taube ist eine Waffe. Hab ich das richtig verstanden? Ei! Thanks, pal. Oh, nice. Und wir können das noch aufwerten. Mit Sprengstoff und so. Oh. Das ist ja wie Dartpfeile. Sehr nice, sehr nice. Aber ich dachte, wir haben nur eine Taube. Naja, egal. So, wir müssen zur Taubenfrau, ne? Achso, nee, das wollte ich nicht. Inventar, okay. Wie schließe ich wieder? Tab. Alles klar. So, ich wollte... Genau, das wollte ich. So. In case you don't remember, Pigeon Lady and you go way back. You wouldn't get your special pigeons if it weren't for her prestige eggs. You haven't visited her much lately, though. I hope she didn't forget you. She could be a little weird sometimes. Well, most of the time, actually. Okay, all of the time.
Still, she shouldn't refuse to help a pigeon in need. Ja, das wird schon, das wird schon. So, ist hier die Taubenfrau? Ja, ne? Oh. Uh-oh. It seems we aren't the only ones paying a visit to the pigeon lady. Shame. I can't believe she kicked us out. I was sure she'd want to buy it. Crazy old hag. It's you! How did you... Never mind. Bugs, swarm him and take him out! Watch out! Big Bugs sure know how to pack a punch! Warte. Ihr Shuriken? Ja! Nee. Komm her! Ja, Nummer 1. Ja, und dich noch. Komm her. Oh, er steht wieder auf. Nein. So. Komm her, nochmal ein. Oh, der steht wieder auf. Nee, du bleibst schön liegen. Sehr nice. Okay. Ab zur Taubenfrau. So. So. Also die Steuerung ist aber auch manchmal. Ja. Sehe ich das richtig? Die Taubenfrau ist. Die. Das ist eine Taube. Ich dachte, die heißt nur so, weil sie Tauben züchtet oder mit handelt oder. Aber. Die Taubenfrau ist eine Taube. Was ist los, Mädchen? Okay. Pinguin and you. Pinguin Stuff Shop. Alles klar. Ich muss sagen, erster Eindruck, gefällt mir echt hier. Auch die Grafik hier. Also ich sag mal, ist natürlich kein AAA-Titel, aber für so ein kleines Indie-Projekt und vor allen Dingen noch im Early Access sieht die Grafik, finde ich, gar nicht schlecht aus. Ja. Also mir gefällt's bisher. Ich find's lustig und können wir hier... Nee. Ah, nice. Okay. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Vergesst den Daumen nicht und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Oh, was kannst du hier? Ah, ich kann mir hier Essen und Trinken holen. Oder Snacks. Aber ich brauche Geld dafür. Okay, das kriegen wir sicherlich auch noch hin. Gut, Leute. Macht's gut. Schönen Tag noch. Und tschüss.